Willkommen zu einer weiteren Folge bei Mystica TV. Auch heute wieder mit Dr. Rüdiger Dahlke. Willkommen. Grüß Gott, Herr Schmelzer. Ich möchte Ihnen ein Zitat zu Beginn zu Gehör geben. Das heißt, nichts wird die Chance auf ein Überleben auf der Erde so steigern wie der Schritt zur vegetarischen Ernährung. Albert Einstein. Es gibt noch einen weiteren Schritt, das ist die vegane Ernährung. Darüber sprachen wir schon in zwei Teilen. Nun, meine Frage, wenn ich also diesen Schritt wagen möchte, vielleicht von der vegetarischen zur veganen Ernährung, worauf muss ich achten, dass ich trotzdem alle wichtigen Stoffe und Vitamine zu mir nehme? Also erstmal und grundsätzlich möchte ich dazu sagen, eigentlich müssen wir uns nicht um uns Veganer und Vegetarier sorgen, sondern um die Allesesser. Ja, die sind in einer miesen Situation ja. Ja, also, und bereiten wirklich ein elendes Ende vor. Mhm. Die Vegetarier sind in der Regel viel bewusstere Menschen, die vegan Lebenden sind nochmal sehr viel bewusster. Und es ist, wenn man eine ideale Lebenssituation hat, überhaupt kein Problem. Also wenn wir da in Tamangar wohnen und von unseren eigenen Biofeldern die Feldfrüchte holen können, dann können wir es uns auch leisten, die gar nicht so zu waschen. Dann haben wir schon von daher genug B12, weil das ja von Bakterien gebildet wird an den Oberflächen. Wenn wir genug in die Sonne gehen, wie ich es da auch in einem Kapitel beschrieben habe, dann haben wir Vitamin D. Jetzt ist natürlich so, in unseren Breiten hier haben wir im Winter einfach auf jeden Fall von der Sonne her nicht genug Vitamin D. Und B12, wenn ich auf Reisen bin, werde ich nicht genug bekommen. Das kann man so sagen. Aber da gibt es auch Möglichkeiten. Ich habe das auch beschrieben, habe da in den letzten Jahren viel drüber nachgedacht, gelesen und dran studiert. Also in der heutigen Zeit verbrauchen wir auch unheimlich viel Serotonin, weil wir so eine stressige Umgebung haben, stressiges Leben. Und da ist es hilfreich, wir machen so einen Schritt zurück in der Evolution, könnte man sagen. Unsere Vorfahren, die haben halt morgens, wenn sie aufgewacht sind, in dieser Isar-Landschaft hier, sagen wir mal, keinen gefüllten Kühlschrank vorgefunden, sondern gar keinen Kühlschrank. Die mussten raus in diese Savannenlandschaft trotten und sammeln. Und das war Rohkost. Und die haben das gut gekaut, wie man an den Gebissfunden ja sieht. Und das tun wir heute nicht mehr. Man sagt zwar, jeden Bissen 30 Mal kauen, 100 Mal kauen, aber wer von uns hat schon die Zeit? Ich nicht. Ich mache auch gerne Training im Sauerstoffgleichgewicht, aber auch nicht jeden Morgen. Und ich esse auch keine Rohkost dazu, wie so ein Sammler. Aber das kann man natürlich nachbauen. Also ich nehme diese Rohkost Take Me, einfach einen Löffel in Wasser, in Saft. Und das ist so raffiniert zusammengestellt, dass das zugleich so viel Kohlenhydrate enthält, dass Insulin gelockt wird, das schafft die Aminosäuren in die Zellen, außer L-Tryptophan, das passt da nicht rein, aus räumlichen Gründen, bleibt dann übrig und kann dann die Blut-Hirn-Schranke überwinden, ohne Konkurrenz, und daraus wird dann Serotonin. Also dann das ist dann Nahrungsergänzungspräparat. Praktisch, geht es ohne dem nicht? Oder? Das ginge schon ohne dem. Da müsst ihr eben sehr, sehr einfühlsam, sensibel leben, so praktisch wie die Vorfahren. Mhm. Das ist für mich sehr schwierig. Außer wenn ich jetzt in den Bergen bin, bei Bergtouren, da brauche ich es ja auch nicht. Aber wenn ich so auf Tour bin von Stadt zu Stadt, dann habe ich das ganz gern. Dann habe ich sicher für den Tag genug Serotonin mit dem Take Me. Mhm. Und so haben wir auch in den letzten Jahren eine Mischung, so eine Rohkostmischung, fein vermahlene Rohkost, dann brauche ich es eben nicht tausendmal kauen, produziert. Take Me Plus heißt die dann, wo ich genug Grundstoffe habe, um mein Dopamin, dieses andere Glückshormon, zu produzieren, wo ich B12 drin habe, weil das kommt in manchen Algen, wie Rotalgen, tatsächlich doch vor, entgegen dem, was die Wissenschaft sagt. Sie haben Vitamin D in Steinpilzen drin und so weiter. Also es gibt dann natürlich solche Möglichkeiten, dass man, wenn man ganz sicher gehen will, dort sich zur Ergänzung der normalen Nahrung dann auch einiges besorgt, wie Take Me oder Take Me Plus. Wobei grundsätzlich muss man ja mal sagen, in Gemüsepflanzen, in Getreide haben wir so viel Protein drin, dass wir genug bekommen vom Eiweiß, um dieses Thema mal zu klären. Mhm. Vitamine, Spurenelemente. Ja, bei dieser ganzen bunten Palette von Nahrungsmitteln, die ein Veganer dann natürlich auch isst, das ist ja viel, viel besser. Mhm. Wenn Sie diese 30 Rezepte da hinten anschauen im Peace Food von dieser Haubenköchin aus Salzburg, Dorothea Neumeier, das sind ja wirklich gut schmeckende, anmachende Gerichte. Mhm. Also da muss man keinen Mangel leiden. Überhaupt nicht. Es ist wirklich so, dass es ein Geschenk ist. Mir geht es deutlich noch mal besser, seit ich diesen Schritt konsequent gemacht habe. Wie gesagt, ich habe ja nie Milch getrunken oder Eier gegessen. Aber das, überall ist das Zeug halt drin. Mhm. Und seit ich da auch drauf achte, ist es viel, viel angenehmer noch geworden. Mhm. Also Sie merken es eben an der Ausdünstung. Ja, sie stinken nicht mehr so. Schweißfüße hören halt auf. Und es hört diese, sie brauchen keine Deos oder sowas, was ich sowieso für eine gefährliche
gefährliches Missverständnis halte. Also das wird deutlich anders. Die Ausstrahlung, glaube ich, wird auch anders. Mhm. Also wenn wir vegan lebende Menschen anschauen, das sind ja eher schlanke, fitte, gut durchblutete Menschen, die ganz witzig und humorvoll im Leben unterwegs sind. Wenn ich mir jetzt den normalen Schweinefleischesser, ehrlich gesagt, anschaue, ich glaube, es schon in seinem Gesicht zu sehen. Ja, es zeichnet sich ja irgendwie ab. Möglicherweise. Das ist natürlich immer die Frage, was war vorher da? Gibt es unterschiedliche Menschentypen? Ändert sich das durch die Ernährung? Und dahingehend wollte ich auch noch mal fragen, weil Sie über das Kauen gesprochen haben. Gibt es denn in der menschlichen Anatomie mehr Anzeichen, dass wir tatsächlich auch Fleischfresser sind? Oder ist zum Beispiel die Länge des Darms, habe ich mal gelesen, zeigt schon, dass es eher für die Verwertung von Pflanzen vorgesehen ist. Also ich habe da eine ganze Tabelle drin in Peace Food, die das ganz deutlich zeigt. Es gibt keine Anzeichen für Fleischesser. Mhm. Es gibt jede Menge Anzeichen für Pflanzenesser. Also wir haben zum Beispiel Poren, Schweißdrüsen wie Pflanzenfresser. Sie haben ja, Raubtiere haben das ja nicht, deswegen hechelt der Hund. Der muss übers Hecheln muss der die Wärme loskriegen, weil er nicht schwitzen kann. Wir haben keine Krallen, ja? Reste von Krallen, aber die sind flach, unsere Nägel. Das Raubtiere haben Krallen. Es gibt so viele Beispiele. Der Darm ist bei uns lang, 10 Meter lang. Ja? Dünndarm, sehr lang. Und bei Raubtieren ist er ganz kurz. Wir haben alles für Pflanzenverdauung. Auch bei den Zähnen, wenn ich mal nachfragen darf. Ich habe gehört, dass sozusagen die hinteren Eckzähne dann schon auch sehr zum Zerkauen von Fleisch geeignet sind. Naja, offensichtlich können wir Fleisch zerlegen damit. Mhm. Ja? Aber wenn Sie schauen, ist die Mehrheit unserer Zähne passiv, also defensiv. Molaren, Prämolaren, Molar heißt die Mühle, Mahlen ist da drin. Gottes Mühlen mahlen langsam. Wir sind nicht für Schlingzeit geeignet, obwohl die meisten Menschen heute Schlingzeit machen. Unser Urin sollte alkalisch sein. Bei den Fleischessern ist er natürlich wie bei einem Raubtier sauer, deswegen stinken die auch so. Ja, also eine Eigenurinkur beim Fleischesser ist ja undenkbar, das ist ja unzumutbar. Aber bei einem vegetarisch Lebenden ist das nicht unzumutbar und hat in der indischen Medizintradition schon einen Stellenwert. Also wo wir hinschauen, finden wir Indizien, dass der Mensch zu den Frugivoren, also eigentlich den Früchteessern gehört. Und wir finden keine Hinweise, dass er ein Fleischfresser ist. Ich meine, unsere Canini, unsere Eckzähne, die sind zurückgebildet. Das sind keine Reißzähne mehr. Wir könnten kein Tier reißen. Natürlich haben wir vorne die Schneidezähne. Die schneiden natürlich auch was ab. Wir können das. Aber wenn wir jetzt im Sinne der alten Tradition einen Sonntagsbraten hätten und sonst kein Fleisch, ja, dann wäre unser Gebiss dem ungefähr entsprechend. Dass wir jetzt rausfinden, dass wir durch das völlige Vermeiden von Tiereiweiß uns die großen Zivilisationskrankheiten wie Herzprobleme und Krebs, Allergien und so weiter deutlich reduzieren könnten, das ist so ein medizinischer Erfolg jetzt, den ich ganz stolz bin. Jetzt müssen wir halt umdenken, jetzt wird es sehr schwer. Aber die Fakten, die gehen schon immer in die Richtung Pflanzenesser. Ja, das ist ja auch schön, weil Sie wirklich aus eigener Erfahrung sprechen und sich seit einigen Jahren auch vegan ernähren. Wenn Ihnen jetzt mal so ein schöner Milkshake angeboten wird, sind Sie da ganz strikt und sagen, nee, das wäre nicht gut, weil ich mich da wieder, weil sich mein Körper wieder an die Milch gewöhnen würde? Oder sagen Sie, naja, ist eigentlich auch kein Problem, mal eine Ausnahme zu machen? Also einen Milchshake würde ich nicht zu mir nehmen, ehrlich gesagt. Da ist mir dann zu viel Milch und das ist mir auch dann zu bewusst. Das ist kanzerogen, das ist verklebt, also verschleimt uns ja, das sagt die chinesische Medizin schon immer. Das habe ich eigentlich schon ewige Zeiten nicht mehr gemacht. Wenn ein Apfelstrudel eben im Wesentlichen aus Äpfeln besteht und so ein hauchdünner Teig dabei ist und jetzt die Wirtsfrau mir nicht garantieren kann, dass das ohne Milch und Eier gemacht wird, dann mache ich da ab und zu eine Ausnahme, das gibt es schon. Aber ich muss sagen, mir fehlt heute eigentlich nichts mehr, außer Butter. Das muss ich ganz offen zugeben. Also so ein Bauernbrot mit Butter und einem Apfel dazu, das ist etwas, was mir fehlt. Was ich, wenn andere das zu sich nehmen, wo ich mir denke, hätte ich auch gern. Dazu muss man aber jetzt sagen, es gibt heute, zum Beispiel auf der Sojabasis, Alsan, das ist ganz ähnlich wie Butter. Es gibt sogar Teebutter, die laktosefrei ist. Also es gibt es heute alles schon. Wer jetzt einfach nur wegen der Gesundheit, aus tierethischen Gründen, aus Menschenliebe zu den Entwicklungsländern, aus ökologischen Gründen auf pflanzliche Ernährung umstellen will, der kann alles weiter essen wie bisher. Es gibt jede Menge Ersatz. Ich bin kein Anhänger von diesem Ersatz persönlich. Aber es gibt natürlich
Lokale, die auf der taiwanesischen Küche, die ja vegan ist, aufbauen, da haben sie aus Sojaprodukten und vor allen Dingen Seitan jede Menge Ersatz für Fleisch. Also Cordon Bleu schmeckt wie Cordon Bleu und das Lachsschnitzel schmeckt wie Lachs und die Krabben sind wie Krabben. Ich erinnere das gar nicht mehr. Aber die Leute, die noch vor kurzem Fleisch gegessen haben, sagen das einem ja. Sie kriegen das alles. Sie kriegen Ersatzkäse, sie kriegen sogar Ersatzwurst. Ich finde den Gedanken, Wurst zu essen, schon sowas Ekelerregendes und Abstoßendes persönlich. Deswegen propagiere ich das nicht gern. Aber ich habe da hinten auch Adressen drin von Veganversand. Da können Sie also alles haben auf diesen Ersatzebenen. Persönlich ernähre ich mich viel zu gern von Obst, Gemüse. Voll gerne. Wunderbar, Herr Dahlke. Ich danke Ihnen für dieses ausführliche, sehr wichtige Plädoyer. Ich denke, wenn damit der Umwelt, den Tieren und den Menschen letztlich geholfen ist, ist es doch sehr sinnvoll, zumindest ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Das war's bei Mystica TV. Herr Dahlke, ich bin gespannt. Ich bin sicher, in einem halben Jahr gibt es schon wieder ein ganz neues, spannendes Buch, über das wir vielleicht uns auch wieder unterhalten können. Vielen Dank. Danke.